Schön, dass du dabei bist, heute bei unseren Weihnachtscannuccinis oder auch Stollencannuccinis genannt. Vorweg, ich habe die Rosinen in Apfelsaft eingeweicht. Wenn du die Erwachsene-Variante machen möchtest, kannst du natürlich auch Rum verwenden. Und damit kommen wir auch gleich zu den Zutaten. Ich habe hier Zitronat, Orangeat, Rosinen, außerdem Mandeln, Pistazien, Eier, weiche Butter, eine Prise Salz, Zucker, Vanilleextrakt, außerdem Mehl und Backpulver. Später brauchen wir flüssige Butter und Puderzucker. Außerdem, wenn du magst, kannst du noch etwas Lebkuchen- oder Spekulatiusgewürz dazugeben. Die trockenen Zutaten Mehl, Zucker, Vanilleextrakt und das Salz in die Rührschüssel deiner Küchenmaschine geben, dann die Butter dazu und die Eier. Mit dem K-Haken der Küchenmaschine habe ich das Ganze gut durchgerührt. Das kann 5-6 Minuten dauern. Du erkennst es daran, dass es die gleiche Farbe haben muss. Wenn es komplett gleich durchgefärbt ist, dann ist es fertig. Dann kommen auch schon die feuchten Zutaten mit dazu, sprich Zitronat, Orangeat und auch die Mandeln und die Rosinen und die Pistazien natürlich nicht vergessen. Das alles rühre ich mit dem Teigschaber gut unter und gebe das portionsweise auf eine Frischhaltefolie, so ein bisschen länglich, dass es einen Strang später gibt. Wenn dir solche Rezepte gefallen, dann verlinke ich dir gerne noch ein paar Weihnachtsrezepte, die ich gerne backe, wie Linzertorte und so. Das zeige ich dir jetzt dann auch gleich. So, jetzt aber erstmal mit der Frischhaltefolie das Ganze ein bisschen festdrücken, dass wir da auch einen Strang formen können. Dann in Frischhaltefolie einschlagen, nochmal gut festdrücken und dann komplett einrollen. Bisschen Spannung an den Enden drauf geben und dann rolle ich das Ganze noch einmal rund, sodass es dann gleichmäßig dick ist überall, und das mache ich dann mit dem kompletten Teig, bis er aufgebraucht ist, und dann darf er in den Kühlschrank für 1 bis 2 Stunden, je länger je besser, die Aromen können sich gut verteilen, im Backofen auf 200 Grad vorheizen, die Stränge ausrollen und auf ein Backpapier oder Silikonmatte setzen, in den Backofen circa 10 Minuten backen, also vorbacken tun wir das Ganze erst und in der Zwischenzeit auch schon mal die Butter verflüssigen. Denn die brauchen wir auch gleich. Und wenn die 10 Minuten um sind, dann holen wir unsere Stränge raus und bestreichen sie dann mit der flüssigen Butter. Und obendrauf kommt dann auch gleich noch der Puderzucker. Und wenn der Puderzucker gut verteilt ist, dann komplett auskühlen lassen. Die müssen wirklich komplett eiskalt sein. Denn sonst habt ihr Probleme mit dem Schneiden. Ich schneide sie so in circa 1 bis 1,5 cm breite Stücke und setze sie gleich auf Backpapier oder auf die Silikonmatte und backe sie dann nochmal so circa 10-15 Minuten, je nachdem wie braun du sie haben möchtest. Dann kommen sie raus und dürfen auf einem Kuchengitter komplett auskühlen. Dann ab in die Keksdose. Und nochmal eine Woche ruhen lassen, das tut dem Geschmack richtig gut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Danke, dass du dabei warst und ich wünsche dir eine wunderschöne Adventszeit. Und ich freue mich, wenn du mir ein Abo dalässt oder die Glocke aktivierst, damit du keines der nächsten Videos verpasst. Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Video wieder. Deine Silke von Rezepte Silkes Welt.